Teil 2 zum Thema Flächenwidmungsplan in Graz oder Flächenwidmungsplan 4.0 in Graz. Neben mir der Obmann der Bürgerinitiative Andritz, Erich Kagran. Wie sehen Sie das Thema Flächenwidmungsplan? Und Sie haben ja heute auch bei der Veranstaltung sehr viel Kritik geübt am Thema der Informationspolitik der Stadt Graz. Was ist Ihre Kritik und warum? Die Informationspolitik der Stadt Graz ist ein einziger Klassiker. Das hat sich heute wieder herausgestellt, ganz eindeutig. Normal müsste man sagen, ja, entweder die Stadt Graz kann es nicht oder sie will nicht. Ich glaube, in dem Fall kommt beides zum Tragen. Und wir erleben hier genau eine Wiederholung des Szenarios, das wir in Andritz gehabt haben, wie die zwei Asylquartiere gekommen sind. Da hat man uns genauso überrumpelt wie in diesem Fall. Am 23. dieses Monats wurde erstmals das Papier dieser zweiten Ausgabe des Flächenwidmungsplans online gestellt. Am Samstag dieser Woche kam dieses Big Spezial heraus. Das ist die Information der Stadt Graz und das auch wiederum nur ganz sporadisch an die Haushalte. Wir haben die Rückmeldung von mindestens 200 Leuten, die das auch nicht bekommen haben. Hier drinnen wird in ziemlich nebulosen Texten genau das beschrieben, was wir vor einem Jahr schon gehabt haben, in der ersten Auflage. Es ist kaum was Neues. Und hier drinnen steht auf einmal, dass heute am Montag diese Veranstaltung für die Bezirke Eckenberg, Lend, Gösting und Andritz stattfindet. Ja. Das Argument, das dann kommt, wir sind vom Gesetz her verpflichtet, nur eine solche Informationsveranstaltung abzuhalten. Ich finde es ein bisschen lächerlich. Ne? Wo ist da die Transparenz? Wo ist jede Form der Bürgerbeteiligung, wie sie vom Bürgermeister ständig hochgehalten wird? Also in Wahrheit ist es eine Farce, was da abgeht in der Informationspolitik, sage ich mal. Die sachliche Geschichte ist ja auch noch zu diskutieren, denn hier sind wir eigentlich wiederum in einem rechtlichen Grenzbereich drinnen, denn das Sachprogramm zum steirischen Raumordnungsgesetz hat ein Spruchsfrist am Montag der vorigen Woche gehabt, am Donnerstag wurde im Gemeinderat diese zweite Auflage beschlossen. Zusammenhang scheint da irgendwo ja nicht ganz in der Ferne zu sein, noch dazu, wenn man bedenkt, dass das Sachprogramm dem Flächenwidmungsplan übergeordnet ist. Das heißt, hat man schneller was beschlossen, bevor die Einspruchsfrist endet, und somit kann man sagen, wir brauchen das möglicherweise nicht mehr berücksichtigen. Gut, was heißt das jetzt aber konkret für die Bürger? Ja, für die Bürger heißt das, dass wir wieder einen lustigen Sommer haben, die Aktivbürger jedenfalls, denn bis 2. September läuft die Einspruchsfrist für diese zweite Auflage samt dem erstmalig verordnungsmäßig vorgestellten räumlichen Leitbild. Denn die Aktivbürger sind es eigentlich, die jetzt sich bemühen müssen und den Sommer über die ganzen Dinge zerlegen, die Pläne gegenüberstellen und dass man wirklich sachlich fundiert auch Einwendungen machen kann. Man mutet es den Bürgern zu, während auf der anderen Seite man die Bürger gar nicht haben will. Wir haben es ja heute gesehen, der Saal ist so gut wie leer gewesen. Wenn ich die politischen Funktionäre, nämlich Gemeinderäte, Bezirksvorsteher und dergleichen abziehe, waren netto 28 Bürger da vertreten. Und das für vier Bezirke, also das spricht eine eigene Sprache. Bei knapp 80.000 Einwohnern, aber darüber habe ich vorher schon mit dem Herrn Ininger, Diplom-Ingenieur Ininger, gesprochen. Ja. Das heißt, wir werden an der Sache dranbleiben. Der Flächenwidmungsplan erhitzt, wie man sieht, auch die Gemüter. Und ja, es ist eine Querschnittsmaterie und daher ist es eine sehr aufwendige Geschichte und deshalb sollte man die Sache seriös angehen und nicht in einer solchen Husch-Pfusch-Aktion. Und unser Appell ist daher als Bürger, und das haben wir jetzt mehrfach schon kundgetan, und wir werden nicht aufhören, diese Forderung noch deutlicher zu erheben. Wir wollen eine seriöse Information über diese Querschnittsmaterie, dass die Bürger das auch verstehen können. Und wenn so eine Aufklärung passiert ist, wollen wir, dass eine Bürgerbefragung stattfindet, ob denn die hier in Graz jetzt lebenden Bürger auch 100.000 neue Grazer haben wollen, die der Bürgermeister
beabsichtigt, mit diesem Flächenwidmungsplan nach Graz. Das sind die 37 Quadratkilometer, über die wir vorher gesprochen haben. Naja, das sind die neue Flächenwidmung. Ja, das sind 3.731 Hektar. Umgerechnet sind das 37 Millionen Quadratmeter. Das ist circa ein Drittel der Fläche von Graz. Und das entspricht eigentlich genau den Vorstellungen des Bürgermeisters. Ein Drittel mehr zur jetzigen Bevölkerung. Ich frage mich nur, wie das gehen soll. Wir haben kein Geld für die Infrastruktur. Wir wollen kein neues Bauland ausweisen, sondern wir machen die schleichende Inflation, indem wir einfach Bebauungsdichten erhöhen und hier quasi diejenigen, die sich einen Garten oder einen Grünraum geschaffen haben, die will man hinausdrängen, indem man diese Flächen nutzt für größere Wohnbauten. Ja, die Einblendung, die ihr da gesehen habt, war ein Beispiel aus Wien. Wir haben darüber auch schon vorher gesprochen, wie das dann auch im Konkreten aussieht. Aber da die Grazer sehr gerne von den Wienern hören, wie das Leben auszuschauen hat, belassen wir das jetzt mal dabei. Herr Kagran, danke fürs Gespräch. Schönen Abend. Dankeschön, schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.